Back from the dead. Willkommen zu einem neuen Fortnite League bzw. Infovideo von mir. Und in diesem Video, wie ihr im Titel schon sehen könnt, geht es um das neue High Stakes Event bzw. das Wildcard Outfit und wie ihr dieses freischalten bzw. kaufen könnt. Also, let's go. So, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, ist das der neue Screenshot, der aufgetaucht ist von dem neuen High Stakes Event, was reinkommen wird. Wie das ganze Event ablaufen wird, weiß ich noch nicht. Dafür gibt es aber auf jeden Fall nochmal ein separates Video von mir, um dann euch zu erzählen, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze heißt nämlich Getaway LTM, das heißt Limited Timeout. Das wird wieder nur für eine kurze Zeit drin sein. Epic wird dann entscheiden, ob das Ganze gut war, ob das gut gelaufen ist und eventuell dann nochmal reinbringen. Schauen wir mal, das haben wir mit einigen Spielmodis gehabt. Und einige sind hier auch geblieben, wie zum Beispiel der 50-50-Modus. Aber kommen wir zum Wildcard-Outfit. Und zwar gibt es da Neuigkeiten und Grüße gehen daraus an Fortnite Battle Royale Leaks auf Twitter. Also einmal bitte ein Follow dalassen. Ich blende euch jetzt hier mal einen kurzen Screenshot ein von der Twitter-Seite. So, hier einmal der Screenshot von der Twitter-Seite. Also ihr seht schon, brand new High Stakes Event, das ist das neue Event, was kommen wird. Getaway LTM, der Limited Time Modus, der für eine kurze Zeit drin sein wird. Wildcard Outfit, das ist das, was ihr unten sehen könnt, was so eine Art Reskin werden wird wahrscheinlich von dem John Wick Skin. Sieht zumindest so aus. Ihr wisst ja, John Wick ist ja der mit dem schwarzen Anzug, den ihr freischalten konntet als Level 100 Character. Und dieser hier wird nicht zu kaufen sein, denn wie ihr sehen könnt, steht ganz unten High Stakes Challenges. Und es sieht so aus, dass wie bei Tomato Version 2 ihr sozusagen hier etwas Neues machen könnt, beziehungsweise Challenges machen könnt in diesem Event und dadurch dann diesen Skin freischalten könnt. Also coole Neuigkeiten für alle Leute, die gerne einen neuen Skin haben wollen, aber nicht das Geld haben, vielleicht irgendwie 20 Euro zu bezahlen für einen neuen Skin. Hier die Möglichkeit auf jeden Fall, so einen neuen Skin zu bekommen, in einem neuen Modus, der reinkommt und ja, for free. So, am Ende meines Videos nochmal der Hinweis darauf, sobald ich mehr weiß, was in diesem Getaway LTM vor sich geht und wie ihr die Challenges machen könnt, beziehungsweise was für Challenges das sein werden, werde ich nochmal ein Video rausbringen, um euch nochmal detailliert zu zeigen, wie ihr tatsächlich diesen Skin freischalten könnt. Aber ja, eure Meinung mal dazu unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Coole Idee, schlechte Idee von Epic, sowas zu machen? Ich finde es persönlich eine gute Idee, dass man sozusagen das Wildcard-Outfit im Grunde for free gibt, indem man ein paar Challenges macht. Finde ich eine klasse Idee. Aber ja, schreibt mal eure Meinung unten rein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten Video. Also, bis dahin. Ciao, ciao.